Ja, hallo Kinder. 2015 war für uns Playmobil-technisch schon wirklich ein tolles Jahr und wir dachten, dass man diesen ganzen ja, Erfolg, den wir im Dezember hatten, überhaupt nicht mehr steigern könnten. Doch im Jahr 2016 haben wir alle Erwartungen übertroffen und wir wollten zusammen mit euch nochmal unser Jahr Revue passieren lassen, weil dieses Jahr einfach so toll war und wir einfach auch so viel gelernt haben. Mit den Figuren, mit dem Schnitt, mit der Vertonung und so weiter und so fort. Und wir dachten, es wäre ganz cool, wenn wir einfach einen kleinen Jahresrückblick machen würden. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal anmerken, dass unsere Filme ja so aufgebaut sind, dass die Charaktere wachsen, dass Handlungsstränge sich über mehrere Wochen ja vorziehen und dass es immer gut ist, die Serie in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Also falls ihr vielleicht neu auf diesem Kanal seid, dann nehmt euch Zeit und guckt unsere ersten Folgen, weil da wirklich sehr viel passiert, was in den späteren Handlungen eine Rolle spielen könnte. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für dieses tolle 2016. Wir hätten niemals, wirklich niemals gedacht, dass wir überhaupt mal 1000 Abonnenten haben und jetzt haben wir über 60.000, fast schon, ja, könnte man sagen, wir gehen jetzt auf die 70.000 zu. Das ist einfach so krass und ja, an dieser Stelle einen riesengroßen Dank an jeden einzelnen von euch. Und hier kommt unser Jahr 2016. Im Jahr 2016 haben wir so einiges erlebt. Wir haben herausgefunden, dass Sophia ein Mädchen bekommt. Wir haben euch gefragt, wie das Mädchen heißen soll und ihr habt euch für den Namen Emma entschieden. Zusammen mit Freunden und Familie baute Familie Fröhlich auch endlich ihre Luxusvilla um. Sie bekamen endlich ein Badezimmer, ein bisschen mehr Platz für den Esstisch und auch mehr Platz für Linus und Emma. Durch einen glücklichen Zufall bekam Linus Anfang des Jahres endlich einen Kita-Platz. Er war sehr, sehr glücklich darüber. Doch der erste Kita-Tag endete für Linus nicht so schön, da Sophia ihn nicht abholen konnte. Sie lag nämlich in den Wehen und er saß alleine im Kindergarten und hatte Angst, dass keiner ihn mehr abholt. Sophia hatte eine unkomplizierte Geburt und brachte eine Tochter auf die Welt, die kleine Emma. Die Freude war bei allen sehr, sehr groß und vor allem Linus freute sich sehr über seine kleine Schwester. Leider kam Emma nicht gesund auf die Welt. Sie hatte eine schlimme Gelbsucht und musste einige Tage im Krankenhaus bleiben. Dank hochmoderner Medizin ging es Emma aber schnell besser. In der Kita Löwenzahn feierten wir ein riesengroßes Faschingsfest und am Ende gewann Hanna sogar den Kostümwettbewerb. Ein paar Tage nach dem Faschingsfest durfte dann noch Emma nach Hause. Alle freuten sich sehr darüber, am meisten natürlich Linus. Bei einem absoluten Überraschungsbesuch lernt ihr auch endlich Sophias Schwester Clara kennen. Clara und ihre Familie blieben nur einen kleinen Moment. Sie wollten sich einfach nur Emma angucken. Im März besuchte Linus Hannas Pferde, Bonnie und Butterblume. Doch Linus war unachtsam und fiel einmal kurz ins Wasser. Hanna und ihre Mutter retteten ihn aus der misslichen Lage. Sophia war ein bisschen überfordert mit Emma und lud Hanna auch abends zum Essen ein. Doch sie vergaß vor lauter Stress mit dem kleinen Kind das Essen im Ofen. Ja, am Ende rettete sie die ganze Situation mit einer Pizza. Auch bei Hanna war viel los. Linus und Sophia besuchten Hanna in ihrem neuen Zuhause, einen großen alten Bauernhof. Wie ihr ja mittlerweile schon wisst, liebt Hanna Tiere sehr. Daher ist der Bauernhof ein ideales Zuhause für sie. Und nun hat sie noch mehr Tiere, um die sie sich kümmern kann. Linus bekam von Opa Willi ein tolles Tintibad geschenkt. Ja, und dies war unser erstes Video, was 1 Million Klicks erreicht hat. Wir konnten es einfach nicht glauben. Das war so heftig. Also, wenn ich da heute noch dran denke, unsere ganze Familie hat mitgefiebert, dass wir diese Millionen Klicks geschafft haben. Ein großes Dank an euch, dass ihr dieses Video so toll supportet habt. Zu Ostern hatte Linus einen ziemlich verrückten Traum. Nachdem Nele ihm eine Geschichte über den Osterhasen vorgelesen hatte, träumte er, dass er selber ein Osterhase gewesen ist und den ganzen Tag Eier bemalt hat. Am Ende verpasste er den Osterhasen nur um ein, na, wie soll man sagen, Hasenohr. Bei einem Shopping-Marathon im Shopping-Center blieben die Kinder alleine im Fahrstuhl stecken. Das war was gewesen. Vor allen Dingen Markus hatte große Angst. Doch am Ende kamen doch noch Handwerker und retteten die drei Kinder aus dem Fahrstuhl. In der letzten Osterferienwoche überraschten die Eltern die Kinder mit einem Feriencamp-Ausflug. Das Feriencamp ist übrigens einer meiner liebsten Sets aus dem Jahr 2016. Der Urlaub im Feriencamp endete aber leider nicht schön. Ein Dieb räumte die ganzen umliegenden Zelte und auch das Feriencamp von den Fröhlichs aus. Das Schlimme an der Sache war, dass Christian Clara einen Heiratsantrag machen wollte. Doch leider wurde dieser Ring auch gestohlen. Bis heute hat Christian nicht den Mut gefunden und Clara einen Heiratsantrag gemacht. Nachdem der Diebstahl bemerkt worden ist, rückte auch die Polizei raus. Alle waren sehr schockiert, dass im Feriencamp eingebrochen worden ist.
Ja, vor allen Dingen Christian, wie gesagt, der Ring war weg und ist bis heute nicht aufgetaucht. Er fuhr später heimlich mit Lukas in die Stadt und gab auch dort eine Anzeige auf, dass ein Ring gestohlen worden ist. Sophia schickte Lukas endlich zum Friseur, damit er die langen Zotteln abschneiden kann. Ja, Lukas fand das Ganze natürlich nicht so toll und weigerte sich, ging am Ende aber doch zum Friseur. Das Ganze endete in einem ganz schönen Desaster, da die Friseurin alles falsch machte und ihm die Haare blond färbte. Otto und Lukas, er sieht jetzt aus wie ein Zirkusclown. Am Ende rettete sie natürlich alles und Lukas bekam einen neuen Haarschnitt. Linus will das erste Mal bei Hannah schlafen und hat nachts große Angst und muss abgeholt werden. Ein Sturm fegt übers Land und das alte Bauernhaus quietscht und knarrt aus allen Ecken. Linus hat große Angst und will sofort nach Hause. Sophia holt ihn dann noch ab. Hannah ist mega wütend darüber, dass Linus einfach nachts abgehauen ist und so ein Baby ist. Sie lädt ihn nicht zu ihrem Geburtstag ein und Linus ist sehr traurig darüber. Am Ende merkt Hannah, dass sie ein wenig übertrieben hat und lädt Linus dann doch noch ein und entschuldigt sich bei ihm. Das gehört auch zur Freundschaft dazu. Wenn man einen Fehler macht, muss man auch mal vergessen können und auch verzeihen. Im Mai findet Linus eine angefahrene Babykatze, um die er sich rührend kümmert. Er sorgt dafür, dass sie zum Tierarzt kommt und weiter versorgt wird. Wir veröffentlichten unser allererstes Intro, was ihr super aufgenommen habt, worüber wir uns heute immer noch sehr freuen. Seitdem veröffentlichen wir jahreszeitenspezifische Intros. Da Sophia keine Haustiere haben will und auch nichts mit der Katze weiter zu tun haben möchte, fuhr Lukas heimlich mit Linus in die Tierklinik. Dort erfuhr er, dass die Katze nun ins Tierheim kommt, da sich kein Besitzer gefunden hat. Lukas konnte das überhaupt nicht verstehen und war richtig sauer. Er nahm die Katze mit nach Hause, weil er nicht wollte, dass die Kleine ins Tierheim kommt. Sophia war anfangs sehr sauer, doch gewöhnte sich schnell an Fussel. Ihr habt am Ende entschieden, dass die Katze bleiben durfte. Wir drehten nämlich zwei verschiedene Enden und ihr durftet euch für ein Ende entscheiden. Das war ein tolles Experiment und wir hatten mega Spaß dabei. Und auch ihr fandet die Idee super. Silke, die Erzieherin von Linus und Hannah, merkte, dass die beiden an Läusen erkrankt sind. Ja, sie rief Sophia an und Sophia war mega genervt von der ganzen Wascherei. Ein paar Tage später hatten Sophia und Lukas einen großen Streit wegen dem Auto. Sophia brauchte das Auto und Lukas auch, weil er einen wichtigen Geschäftstermin hatte mit seinem, ja, besten Geschäftspartner, Herr Leonhard. Herr Leonhard erzählte Lukas, dass er ein Auto zu verkaufen hatte. Und Lukas schlug sofort zu, weigerte sich aber mit dem Auto in der Zukunft zu fahren. Die Farbe ist überhaupt nicht sein Ding. Sophia hingegen freute sich sehr über das neue Auto. Endlich hatte sie genug Platz, um einzukaufen. Hannah feierte eine große Geburtstagsparty im Hallenbad. Das machte allen richtig viel Spaß. Mitte Juni bekam Emma ihren allerersten Zahn. Sie hatte große Schmerzen und Sophia litt ganz doll mit ihr. Lukas, der alte Fußballfan, war natürlich im riesengroßen EM-Fieber. Er besorgte eine riesengroße Deutschlandflagge. Das fand Sophia natürlich wieder nicht so witzig. Doch dank Opa Willi hing die Flagge nachher am Haus. Um Greta machten wir uns alle große Sorgen. Sie hatte dolle Bauchschmerzen und brach im Kindergarten zusammen. Linus und Hannah wussten gar nicht, was passiert ist und hatten große Angst, dass Greta sehr krank ist. Der Krankenwagen kam in die Kita und nahm Greta mit. Greta hatte eine schlimme Blinddarmentzündung und musste operiert werden. Familie Fröhlich packte ihre Koffer und machte sich auf den Weg zu Clara, einem tollen Wochenendtrip, weil Christian Geburtstag hatte. Angekommen bei Clara zeigten Markus und Nele Linus gleich, wie sie lebten. Ja, und ihr fandet auch das Haus von Clara wirklich toll. Nochmal danke an dieser Stelle an euch, dass ihr uns immer so schöne Kommentare schreibt. Durch eine Unachtsamkeit von Nele verwandelte sich das Badezimmer in eine riesengroße Schaumparty. Die Kinder hatten viel Spaß dabei. Christians Geburtstag wurde mit einer riesengroßen Gartenparty gefeiert. Christian war aber überhaupt nicht begeistert. Schließlich war heute ein wichtiges EM-Spiel. Deutschland gegen Italien. Nach und nach schlichen sich alle Männer heimlich weg und schauten im Wohnzimmer lieber Fußball. Mit seiner Kita machte Linus einen tollen Ausflug auf einen großen Abenteuerspielplatz. Dort hatte er vor allen Dingen auf dem Karussell eine Menge Spaß. Mitte Juli bekam Hannah auch ein neues Haustier, einen Hofhund. Ihr entschied, dass der kleine Flo heißen soll. Auch in der Nachbarschaft tat sich so einiges. Familie Özdemir zog nebenan ein und nahm für Sophia bzw. für Emma ein Paket an. Dies kam von Oma Charlotte und da drin war ein wunderschöner Laufstall. Übrigens fragt ihr uns immer, woher der Laufstall ist. Der ist von Sylvanian Families. Auch in unserer Playmobil-Stadt wurde langsam Sommer und wir brachten unser Sommerintro aus. Ich glaube, das war eines mit eurer Highlights in diesem Jahr. Ihr habt dieses Intro wirklich hart gefeiert. Linus und Hannah machten mal wieder nur dummes Zeug und kippten tonnenweise Glibby in den Swimmingpool. Lukas wusste mal wieder alles besser und cremte sich nicht ein. Er bekam einen schlimmen Sonnenstich und hatte tagelang Schmerzen auf der Haut.
Auch dieses Video schaffte die 1 Million Klicks. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Im August hatte Linus endlich Geburtstag. Er wurde 4 und freute sich wie ein Schneekönig über all seine tollen Geschenke und die Feier. Er bekam ein riesen Trampolin und freute sich so doll darüber. Und auch seine Freunde hatten eine Menge Spaß auf dem Trampolin. Nachdem Familie Fröhlich und auch ihr entschieden habt, dass Hanna unbedingt mit in den Urlaub muss, durfte Hanna mit nach Italien. Lukas zahlte eine sehr hohe Summe dafür, dass er Hanna mit ins Zimmer nehmen durfte. Nachdem sie sich nach der stundenlangen Autofahrt auf Sonne und Meer und Strand gefreut haben, regnete es aus Kübeln und alle waren super genervt. Doch zum Glück hatten beide Familien ein schönes Hotelzimmer erwischt. Das Wetter wurde aber schnell schön in Italien und die Familien gingen zum Strand. Wir haben mehrere Kilo Sand gebraucht, um diesen tollen Strand aufzubauen. Ja, und noch heute finden wir Sand in unserer Wohnung. Und als wir gedreht haben, war überall immer Sand. Überall war dieser Sand. Aber es hat uns mega viel Spaß gemacht. Und euch ja auch. Und das ist das Wichtigste. Die italienischen Männer waren alle sehr schnell verliebt in Sophia. Sophia hat natürlich kein Interesse an anderen Männern, aber das wollten sie ihr immer nicht glauben. Lukas fand das Ganze natürlich überhaupt nicht witzig. Höhepunkt der ganzen Angelegenheit war die Geschichte mit den Bananenbootfritzen. Dem erzählte Lukas aber erstmal was. An einem windigen Tag wäre Markus fast ertrunken, weil er seine Schwimmleistung überschätzt hat. Dank Nele aber ging alles gut. Beim Muschelnsammeln fanden die Kinder einen gestrandeten Delfin. Er hatte auch noch ein Baby dabei. Alle taten das Beste, um die beiden Tiere wieder ins Wasser zu bekommen. Im Italienurlaub lernte Emma auch endlich laufen. Linus bemerkte beim Spiel mit Emma, dass sie 2 Zecken hatte. Sophia wusste nicht so recht, was sie tun sollte und fuhr mit Emma ins Krankenhaus. Dort wurden die beiden Zecken gezogen. Im September entschloss sich Sophia, dass es endlich wieder Zeit wird zu arbeiten. Für Markus geht der Ernst des Lebens los. Er wird eingeschult und ist mega aufgeregt. Bei der anschließenden Einschulungsparty haben vor allen Dingen Oma Erna und Opa Willi sehr viel Spaß. Ein paar Tage später möchte Linus seinem Papa einen großen Gefallen tun. Er möchte ihm eine große Tasse Kaffee in den Garten bringen. Doch der Kaffee ist so heiß, dass Linus ihn fallen lässt und er sich ganz doll am Arm verbrennt. Noch bis heute hat er eine große Narbe am Arm und muss später ins Krankenhaus. Im Oktober bekommt die Kita Verstärkung von einer Praktikantin. Alle freuen sich sehr über das neue Gesicht. Nun ist es auch langsam Herbst und wir brauchen ein neues Intro. Nachdem Sophia sich entschieden hat, dass sie gerne Emma in die Krippe geben würde für ein paar Tage in der Woche, damit sie arbeiten gehen kann, hat sie dank Hanna eine Krippe gefunden. Ja, und Emma macht den ersten Tag wirklich toll in ihrer Krippe und findet auch sofort eine neue Freundin. Lukas und Sophia machten ein Mega-Schnäppchen mit einem Gartenzaun. Schon die ganze Zeit wollte Sophia einen Zaun haben, damit sie sich besser fühlt, wenn die Kinder im Garten sind. Nun ist es soweit und Lukas baut endlich den Zaun auf. Doch ihr könnt euch ja vorstellen, was das wieder für ein Drama ist. Lukas hat doch 2 linke Hände. Am Ende rettet wieder Opa Willi alles. Nachdem Silke das ganze Jahr für neues Spielzeug in der Kita gekämpft hat, kommt auch endlich der Bürgermeister mal vorbei und schaut sich das Ganze an, ob die Kita wirklich neues Spielzeug benötigt. Ein paar Tage später kommen ganz große Pakete mit Spielzeug an. Doch die Kinder und auch die Erzieher merken schnell, dass mit diesem Spielzeug etwas nicht stimmt. Es ist total kaputt. Silke ist stinksauer und erklärt dem Bürgermeister Krieg. Wir sind gespannt, was dieses Jahr noch passiert. Kurz vor Halloween halten in ganz Deutschland Killer-Clowns uns alle in Atem und erschrecken uns. Auch Linus und Lukas überlegen sich, dass es doch ganz witzig wäre, ja, wenn man Sophia erschreckt. Sie ist nachher stinksauer, nachdem Lukas sich als Killer-Clown verkleidet hat. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, können die Fröhlichs eins gut und das ist eine große Party feiern. Zu Halloween schmiss Lukas eine riesengroße gruselige Party. Ja, und wir haben stundenlang im Dunkeln gedreht. Ich weiß nicht, wie viele Fotos wir gemacht haben, aber ja, es war wirklich, wirklich heftig, wie viele Fotos wir gemacht haben für diesen Film, weil es einfach immer oftmals zu dunkel war und wir immer warten mussten, bis das Licht ja genau richtig ist, so wie jetzt gerade auf diesen Fotos, damit man was erkennen kann. Unser Highlight war eindeutig immer der Nebel und wie ihr seht, das war wirklich heftig immer mit dem Licht. Ich weiß nicht, wie viele Versuche wir gebraucht haben, immer um das alles so zu machen. Ganz oft sind die Figuren auch umgefallen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Das ist einer unserer liebsten Videos und ja, wir hoffen, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Ein paar Tage später fuhr Familie Fröhlich auch mal wieder in den Aquapark. Alle hatten mega viel Spaß, bis zu dem Punkt, an dem Markus wieder nicht auf Nele gehört hat und er vom Sprungturm gefallen ist. Auch dieses Video überschritt die magische Millionengrenze. Einfach unglaublich. Es ist das meistgeklickteste Video bis jetzt auf unserem Kanal. Einen großen Dank dafür.
Markus hatte Glück im Unglück und hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Er musste ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Ja, und nachts merkte er, dass es doch nicht so ruhig ist im Krankenhaus, wie man immer denken würde. An Schlaf ist kaum zu denken, wenn man im Krankenhaus liegt. Das war ihm klar und er wollte schnell wieder nach Hause. Auch Sophia hatte Pech. Sie brach sich beim Croissant-Essen ein großes Stück vom Zahn ab und musste zum Zahnarzt. Was wir alle nicht wussten, Sophia hat große, große Angst vom Zahnarzt. So langsam wurde es weihnachtlich auf unserem Kanal. Linus und Sophia brachten Clara und Markus zum Bahnhof und dort erlebten sie tolle Sachen und vor allen Dingen sah Linus endlich mal wieder Züge. Zur Adventszeit bekam Linus einen super tollen Adventskalender von seiner Oma Erna. Darüber freute er sich sehr. Er wollte schon immer was von Playmobil haben und einen Kalender kann man sowieso am besten gebrauchen zur Weihnachtszeit, oder? Linus war sehr achtsam und hatte im Shoppingcenter einen Dieb im Auge. Dank seiner tollen Täterbeschreibung konnte der Mann schnell gefasst werden und der netten Dame das Geld wieder ausgehändigt werden. Natürlich darf der Nikolaus auch nicht fehlen in der Weihnachtszeit. Linus putzte wie ein Wilder seine Schuhe und wartete den ganzen Abend auf den Nikolaus. Wir stellten aber fest, dass der Nikolaus es auch nicht immer einfach hat. Sein Pferd rannte so schnell durch die Straßen, dass er kaum hinterherkam. Der Arme, fast hätte er Linus' Haus verpasst. Natürlich gehört zur Weihnachtszeit auch ein Besuch auf den Weihnachtsmarkt. Und dies tat Familie Fröhlich auch. Und sie hatten eine Menge Spaß. Am Ende trafen sie sogar noch Hannah. Es wurde auch mal wieder Zeit für einen Kita-Ausflug. Die Kita Löwenzahn ging also ins Theater und hatte dort eine Menge Spaß. Am Ende sahen sie Frau Holle. Nach langem Hin und Her überlegten wir, welches Märchen am besten geeignet wäre für einen Playmobil-Film. Und wir beschlossen uns, dass wir mein liebstes Märchen Frau Holle aufführen. Wir hatten eine Menge Spaß und konnten sehr kreativ sein. Am Ende hattet ihr hoffentlich auch Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch mehr Märchen adoptieren können. Am 24. Dezember machte sich dann auch endlich mal der Weihnachtsmann auf den Weg. Ja, und verteilte seine Geschenke, auch bei Familie Fröhlich. Er war sehr, na wie soll man sagen, verfressen und aß Clara alle Kekse weg. Clara ist übrigens sehr hungrig im Moment, wir wissen alle nicht, was mit ihr los ist. Zu Weihnachten bekam Linus eine wunderschöne Ritterburg, über die er sich sehr freute. Ein paar Tage später stellte Nele mit Bedauern fest, dass Emma sich das Auge gebrochen hat. Sie verordnete Emma eine gehörige Portion Pflaster und dass Emma auf gar keinen Fall mehr nach unten gucken darf, nur noch geradeaus. Silvester feierte Familie Fröhlich natürlich zusammen und alle hatten eine Menge Spaß, auch wenn es dieses Jahr nicht so viele Knaller gab. Das war also unser 2016. Wir haben hier so viel erlebt auf diesem Kanal zusammen mit euch und wir sind sehr gespannt, was uns 2017 noch für tolle Geschichten rund um die Familie Fröhlich bringt. Ja, wir würden uns ganz, ganz doll freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir haben wirklich lange dran gesessen. Ja, und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch in die Kommentare schreibt, welches war euer liebstes Video 2016. Habt ihr irgendwelche Wünsche noch für 2017, was Videos angeht? Schreibt es uns auch gerne. Wir sind für jede Anregung immer offen. Wir danken euch ganz herzlich für all die Kommentare, für all die Klicks, für jedes Daumen hoch, den wir bekommen haben. Auch für alle, die uns bei Instagram und so weiter folgen. Ihr seid echt toll. Vielen, vielen Dank für euren super Support.